Hallo und willkommen zu meinem neuen Kochtipp-Video. Manchmal am Feiertag möchte ich gerne etwas länger schlafen. Und ich denke, dass für die meisten auch so ist. Also gar keine Lust, früher aufstehen und auf der Suche nach einer Bäckerei, weil ich zu Hause gar kein frisches Brot mehr habe. Aber dann fällt mir was ein. Ich könnte doch selber Brot backen. Und ich werde mir ein ganz leckeres Fladenbrot backen. Und wie das alles geht, ich zeige euch in diesem Video. Viel Spaß damit! Für mein Fladenbrot brauche ich 300 Gramm Mehl, 160 Gramm Milch, 7 Gramm Salz, 4 Zentiliter neutrales Öl, 7 Gramm Zucker und 7 Gramm Hefe. Was ich brauche, ist eine Schüssel. Ich mache dann alle Zutaten rein. Ich fange jetzt mal mit der Hefe an. Genau. Dann, wie gesagt, 7 Gramm Zucker. So. Dann ungefähr 3 Zentiliter neutrales Öl. Wie Rapsöl zum Beispiel. Die Milch. Die Milch soll unbedingt lauwarm sein. Ich verwende Milch, weil hält das Brot länger frisch und schön weich. Das Wasser würde auch natürlich passen, gar kein Problem. Aber in dem Fall, das Brot trocknet etwas schneller aus. So, dann genau, Salz auch wieder 7 Gramm und mit einem Löffel schön umrühren. Genau, und dann langsam das Mehl gebe ich auch wieder hinzu. Wie gesagt, 300 Gramm Mehl. In dem Fall, ich verwende 405. Das passt absolut perfekt. Genau, und jetzt langsam schön zusammenmischen, umrühren. Dann einen Plastiklöffel am besten. Ich verwende lieber Plastik als Metall. Genau. Und da muss ich natürlich langsam mit der Hand anfangen zu kneten. Selbstverständlich, wenn man eine Knetemaschine hat, geht leichter und schneller. Aber mit der Hände für die Menge ist es auch gar kein Problem. Genau. Und jetzt auf den Tisch. Die Masse muss ich jetzt richtig schön kräftig durchkneten. Ungefähr 5-6 Minuten eigentlich reicht. Genau. Bis ich eine schöne, weich und schmeidige Kugel bekomme. Genau. Und diese Kugel, ich mache wieder in der Schüssel rein und schön abdecken. Es muss unbedingt gar keine Luft reinkommen. Am besten sogar auch ein Teller drauf oder ein Deckel einfach mal schön hermetisch zumachen. Und ich lasse jetzt mal mindestens eine Stunde bei 23 bis 25 Grad Raumtemperatur. So, jetzt ist eine Stunde ungefähr vorbei. Ich hole mal die Kugel raus. Ganz schön weich, es ist deutlich gewachsen, das sieht man auch, genau. Und einfach mit dem Küchenmesser, genau, in 4 Teile schneiden. Und ich versuche mal mit der Hände, ja genau, so eine Kugel, die müssen natürlich schon mal jetzt eine Form von einer Kugel bekommen. Das geht ganz leicht eigentlich, auch wenn man ja, in dem Fall mit den Händen nicht so gewöhnt ist, mit dem Teig zu arbeiten. Es ist ein Kinderspiel, gar kein Problem. Genau. Vier schöne Kugeln.
4 schöne Kugeln. So, was ich jetzt mache, das ist auch wieder ganz wichtig. Genau, ich brauche so einen Behälter, etwas Mehl, damit der Teig nicht so an dem Boden kleben bleibt. Genau. So, und ganz schön hermetisch schließen, damit auch wieder gar keine Luft reinkommt. Und ich lasse noch eine Stunde genau aufgehen. So, jetzt ist eine Stunde vorbei. Ich hole mal die Kugel langsam raus. Klar, ein nach dem anderen. Genau, ich arbeite jetzt mal auf einem Marmorboden. Genau. Wenn man so einen Boden nicht hat, das geht auch auf Holz. So, ich versuche jetzt mal die Kugel irgendwie von der Kugel einfach mal so einen ungefähr 20 cm Durchmesser, genau 20 cm ungefähr so eine Scheibe. Genau, das ist relativ leicht auch mit der Hände. Ich arbeite lieber mit der Hände anstatt ein Nudelholz. So ein Gerät eigentlich mag ich nicht. Ich bin gewöhnt einfach mit der Hände zu arbeiten, aber das kann auch mit einem Nudelholz diese Kugel aufgemacht werden, je nachdem. Ich mache mit der Hände, weil er sieht irgendwie rustikaler aus. So, ich wiederhole mal. Genau. Ganz wichtig, dass im Boden ein bisschen etwas Mehl, damit überhaupt nicht den Teig auf dem Marmor klebt. So. So, jetzt bin ich quasi fertig. Auch wieder etwas Mehl, damit die zwei Scheiben nicht zusammenkleben. Ganz wichtig. So, jetzt brauche ich eine Pfanne, 28 cm Durchmesser. Das passt genau richtig mein Flattenbrot. Genau, und es muss selbstverständlich gehitzt werden, aber nicht auf 100% der Hitze, sondern ungefähr auf 80 bis maximal 90%. Genau, das Fladenbrot soll plus minus eine Minute quasi auf der Pfanne bleiben und dann genau wirkt damit auf einem Teller. Und das Mehl muss natürlich entfernt werden. Das ist mal verbranntes Mehl, das muss unbedingt weg. So, also ich werde wieder das zweite Fladenbrot, genau gleiche, ungefähr eine Minute. Das ist so, es ist schön, wenn schöne Farbe hat, aber je länger bleibt in der Pfanne, selbstverständlich ist auch schön, wenn man eine schöne Farbe bekommt, aber trocknet natürlich schnell aus. Also ich lasse, so wie jetzt mal auf dem Video, genau, nur eine Minute, hat natürlich Farbe bekommen und bleibt aber schön weich. So, das Brot ist jetzt mal komplett fertig. Dieses Fladenbrot, das passt auch sehr gut für Flammkuchen als Beispiel. Das ist sehr, sehr gut sogar. Weniger gut ist aber für Pizza, aber das werde ich in einem anderen Video euch zeigen. Genau wie ein schöner Teig für die Pizza zubereitet. So, ich hoffe, dass das Video euch interessiert hat. Ich wünsche euch viel Spaß beim Kochen und in dem Fall bis nächstes Mal. Ich wollte unbedingt das probieren, weil das schmeckt so lecker. Ciao!